Episode 4, Jens muss pissen. Ja, Episode 4 ist wirklich nötig. Ich habe diesen Scheißglas Wein getrunken und meine Schwester hat gelogen über die Länge der Fahrt. Und du hast gelogen über die Länge deines... Länge der Fahrt. Ja, okay. Oh, cool, Fliege im Kopf. Was hab ich so? Fliege im Kopf. Echt jetzt? Kann man hier hoch? Da ist er. Reingehen? Ist sie weg? Ja, weg. Die hat sich voll verfangen. Komm hier rein und pissen. So, also das ist der schöne Stadtteil Niederrad. Völlig unterschätzt von allen Frankfurtern. Wieso denn das denn? Weil es hier wunderschöne Häuser gibt. Pinkelstationen an jeder Ecke. Nein, jetzt kommt los. Es sind noch ungefähr 10 Minuten bis zum Ziel. Nee, das nicht. 5. Meine Blase explodiert. Ich zeig dir, wo. Nein, ich geh da rein. Nein, komm, da vorne. Siehst du das Schild von der Deutschen Bank? Nein. Ist ja auch noch ein bisschen weit entfernt. Ich muss echt. Ich muss wirklich nötig. Das liegt gleich hier hinten. Ja, aber ich mache ein spezielles Motorrad oder so. Ja. Ja, das könnt ihr ja immer so toll. Oder ein Kellerloch durch. Ja, es regnet. 20 Zentner Kohl. Mit falschen. In der da geht er rein ins Haus und guckt die Frau. Nein, das ist so. Ich kann das ganze Ding, glaube ich, rezitieren. Das nächste Lied heißt, ich habe mich vertan. Und wer hat sich das schon einmal vertan? Ja. Sagen wir zum Beispiel in der Schule. Man schreibt hin, 3 plus 1 ist 4 und denkt, man hätte sich vertan. Schreibt, korrigiert nochmal, schreibt 5 hin. Der Lehrer sieht, sagt, sehr gut. Merkt dann aber, oh Scheiße, ich habe mich vertan. Oder in der Blablabla-Straße 13 werden 20 Kinder Zentner Kohl geliefert und werden unten schön in dem Keller aufgestellt, neben dem mit Erdöl betrieben. Also das ist natürlich schlecht, weil da merkt der Kohlmann, scheiße, ich habe mich vertan. Und das ist natürlich nicht schön, wenn der Kohlmann dann die ganzen Kohlen wieder hochschleppen. Ja? Oder sagen wir mal, wie geht es noch mit dem anderen, der Typ, der dann irgendwo an der Tür klopft und dann ist aber kurzsichtig und denkt, er ist zu Hause, die Frau macht auf und er poppt die dann und dann merkt ihr aber, oh scheiße, ich habe mich vertan, ist gar nicht mein Mann. Ja? Und so, das sind so Beispiele aus dem Leben, ja, die so, wo man sich schon mal vertun kann. Was ist das?